Niemandem, der sehenden Auges den Kölner Dom besucht, dürfte die monumentale 3,73 Meter hohe Skulptur des heiligen Christophorus entgehen, die neben dem Zugang zu Chorumgang und Marienkapelle steht. Den Dichter Heinrich Heine hat der Riese im Kölner Dom offenbar so in den Bann gezogen, dass er ihm in seinem berühmten Gedicht »Die alten bösen Lieder« sogar ein literarisches Denkmal schuf. Und holt mir auch 12 Riesen, die müssen noch stärker sein, aber wie der heilige Christoph im Dom zu Köln am Rhein. Meister Tillmann, im späten 15. Jahrhundert, einer der führenden Bildhauer Kölns, hat die Monumentalskulptur, die sich aus 3 Tuffsteinblöcken zusammensetzt, um 1470 geschaffen. Sie zeigt den legendären Riesen, wie er auf seinen Schultern das Christuskind durch die Fluten des Flusses trägt. Die Legende berichtet, dass Christophorus, der zunächst Reprobus hieß, nur dem mächtigsten Herrn auf Erden dienen wollte. Nach langer Suche begegnete er schließlich einem Eremiten, der ihm gebot, Christus zu dienen, indem er als Fährmann Menschen über einen reißenden Fluss trage. Eines Nachts bat ein kleines Kind, von ihm übergesetzt zu werden. Als er in der Mitte des Flusses angelangt war, merkte Christophorus jedoch, wie das Kind auf seinen Schultern sonderbarerweise immer schwerer und schwerer wurde, sodass er schließlich in den Fluten zu versinken drohte. Mit Mühe nur am rettenden Ufer angekommen, gab sich das Kind als Christus zu erkennen und offenbarte dem Riesen, auf seinen Schultern nicht nur den Heiland, sondern mit ihm die Last der ganzen Welt getragen zu haben. Daher erhielt er seinen neuen Namen Christophorus, der Christusträger. Anschaulich hat Meister Tillmann die Legende ins Bild gesetzt. Mit ganzer Kraft stützt sich der Heilige auf seinen Stab. Viele Details lassen die enorme Anstrengung des Riesen erkennen. Die Körperhaltung, die verzerrten Gesichtszüge, die an seinem linken Arm und den Beinen hervortretenden Adern. Selbst das hochgebauschte Gewand und das bewegte Wasser unterstreichen die Dramatik der Szene. Nur das Kind sitzt seelenruhig auf den Schultern des Riesen. In seiner Rechten hält es die Erdkugel, seine Linke hat es dem Heiligen liebevoll und schützend auf das Haupt gelegt. Dass bei mittelalterlichen Bildnissen selbst kleinste Details einen inhaltlichen Sinn haben können, bezeugt das eigenwillig geknotete Tuch, das sich Christophorus als Gürtel umgeschlungen hat, um sein Gewand zu raffen. Es ist kreuzförmig und verweist damit auf den Kreuzestod Christi. Auch der Standort des Bildnisses ist wohl gewählt. Im Mittelalter verehrte man den heiligen Christophorus nicht nur als Patron der Reisenden, man glaubte auch, dass sein Anblick vor einem plötzlichen Tod ohne vorherigen Empfang der heiligen Sakramente schütze. Man brachte seine Bildnisse daher stets an gut sichtbarer Stelle an. Aus demselben Grund führen viele Katholiken ein kleines Christophorus-Bild in ihrem Auto mit. Da das Langhaus des Domes bis in das 19. Jahrhundert unvollendet war, diente das östliche Seitenschiff des Südquerhauses im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit als am meist frequentierter Eingang des Domes. Bereits beim Betreten des Gotteshauses fiel so der erste Blick der Gläubigen auf den heiligen Riesen.